bereit anzufangen? Oh, was für eine unangenehme Überraschung. Ich hasse alles, was scharf ist. Das tut mir wirklich leid für dich. Mal sehen, was mich erwartet. Yeah, ich krieg eine Kinderüberraschung. Yummy. Oh, ich liebe diese Schokolade. Ich glaube, es gibt echt nichts Köstlicheres auf der Welt. Mach den Mund zu und mach dich an deine Schote. Ich will aber nicht. Die wird doch mega scharf sein. Aber vielleicht kann ja die Schokolade das Problem lösen. Das muss ich probieren. Wobei, Moment mal, ich muss ja nicht unbedingt beißen. Ich kann einfach die Schokolade ablecken. Nein, so geht das nicht. Oh Mann, ich wusste, dass du das sagen würdest. Okay, schließlich bin ich tapfer und kann das schaffen. What? Oh nein, jetzt brennt mein Mund. Ich glaube, ich brauche hier einen guten Schutz. Ich kann das nicht mehr zurückhalten, ich brenne. Könntest du bitte in die andere Richtung Feuer speien? Tut mir leid, ich konnte mich nicht beherrschen. Ich brauche jetzt dringend was zu trinken. Oh ja, das fühlt sich echt viel besser an. Was für eine Erleichterung. Es ist endlich vorbei. Da bin ich froh. Hey, was lachst du so, Susie? Dein ganzes Gesicht ist voller Ruß. So ist besser. Nein, bloß nicht da. Ist mein Schokoeis geschmolzen. Das war ein Zufall, tut mir leid. Das interessiert mich nicht. Ah, aber da ist ja noch das Überraschungsei drin. Fantastisch! Und da ist ja noch ein klitzekleines Kinderüberraschungsei drin. Ich muss sofort die Verpackung abnehmen. So ist gut. Jetzt kann ich es probieren. Ah ja, das will ich ja noch in die Schokolade tunken. Das wird sicher noch leckerer schmecken. Kann ich auch was haben? Nein, sicher nicht. Ein Ei hast du mir bereits schon ruiniert. Mann. Nächste Runde, wie aufregend. Lass mal schauen. Ui, das sind ja Poppets. Sehen super aus. Ich will Erste sein. Komisch, das fühlt sich ja voll seltsam an. Ist das Ding kaputt? Keine Ahnung. Ich muss mal genauer hinschauen. Oh Mann, ich habe das Ding zerstochen. Jetzt ist da ein Loch drin. Wie komisch. Oh. Ah, das Poppet riecht ja toll. Wow, das ist ja Fruchtgummi. Großartig. Ist ja eine schöne Überraschung. Hoffentlich ist meins auch essbar. Das geht ja gar nicht. Daran kann ich mir die Zähne zerbrechen. Aua, das hat wehgetan. Oh. Beim nächsten Mal wirst du dir das nicht in den Mund legen. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss meinen lecker Schmecker-Poppet noch in die Schokolade tunken. Jetzt ist das Ding noch besser geworden. Sowas habe ich noch nie probiert. Kannst du mir auch was abgeben? Nur ein Stückchen. Nein, sicher nicht. Ah, dann werde ich wohl einfach so mit meinem Poppet spielen müssen. Ah, ich glaube, ich habe mir was überlegt. Ich werde mein Poppet einfach mit Schokolade auffüllen. Hey, wo willst denn du hin? Jetzt muss ich das in den Kühlschrank stecken. Wow. So. Und jetzt ein bisschen abwarten. Ich glaube, wir sind soweit. Genau gut. Die Schokolade ist hart geworden. Wo warst du denn so lange? Das siehst du gleich. Schau mal, ich habe ein Schokopoppet bekommen. Yummy. Ist das nicht cool? Ich glaube, da kann ich noch ein bisschen Schokolade hinzufügen. Und jetzt probieren. Das ist einfach fantastisch. What? Kannst du mir vielleicht auch was abgeben? Das kannst du vergessen. Mann, bist du gierig. Dann werde ich mir einfach dein Poppet wegnehmen. Jetzt gehört es mir. Oh, ich mag diese Knöpfe. Und noch mehr und noch mehr. Das ist so schön entspannend. Hey, das war mein Poppet. Gib es zurück. Du brauchst es doch eh nicht. Gib her. Was hast du angerichtet, Mia? Du hast es zerrissen. No! Susie, wo bist du? Das Poppet ist ruiniert. Du hättest es mir nicht wegnehmen sollen. Wobei, man kann damit immer noch spielen. Ah, du hast ja recht. Voll cool.
Ich kann es kaum erwarten, zu erfahren, was da drin ist. Dann leg doch los, Susi. Ein Maiskolben? Ich glaube, du hast mehr Glück, oder? Okay. Yeah, Eis am Stiel. Da hattest du recht. Warum ist das Leben so ungerecht? Ich wäre gerne an deiner Stelle gewesen. Ich kann dir was abgeben. Danke. Ha, reingefallen. Du hast mich ausgetrickst. Das war mega lustig. Okay, jetzt will ich aber mein Eis auch in die Schokolade tupfen. Wow. Das ist so mega lecker. Die Schokolade passt perfekt zum Eis. Ich will auch was probieren. Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich das ohne deine Hilfe schaffe. Oh ja, ich kann euch allen beibringen, wie man Eis am Stiel essen muss. Ich glaube, niemand kann dich darin schlagen. Das kannst du laut sagen, aber irgendwie ist es ganz schön kalt hier. Hey, Mia, was ist denn mit dir passiert? Ah, die ist ja erstarrt. Das heißt, ich kann mir ihr Eis einfach nehmen. Na endlich. Jetzt kann sie mich sicher nicht aufhalten. Oh, das sieht echt perfekt aus. Glaub mir, Mia, das schmeckt wirklich super. Ich werde mich noch an dir rächen. Hast du etwas gesagt? Ich konnte es nicht hören. Aber warte, ich werde dich ein bisschen auftauen. Dafür brauche ich den Gasbrenner hier. Na, geht's dir besser, Mia? Oh, tatsächlich, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Hey, wo ist mein Eis hin? Du hast es aufgegessen. Ups. Na, ich musste mir doch so eine Art Belohnung besorgen, oder? Mach dich an deinen Maiskolben. Ja, das hatte ich eh vor. Okay. Probieren wir mal. Vielleicht schmeckt's ja. Gar nicht schlecht, aber ich habe eine bessere Idee. Was hast du denn vor, Susi? Na, ich habe mich daran erinnert, dass man ja aus Mais Popcorn machen kann. Dafür muss ich den Kolben wegschmeißen und die Körner erhitzen. Dafür brauche ich diese Bratpfanne und den Herd. Gleich lasse ich mein Popcorn so richtig poppen. Oh Mann, es fliegt mir direkt ins Gesicht. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, ausschalten. Mein Gericht ist fertig. Wow, was für ein toller Plan. Ich wusste, du wüsstest ihn zu schätzen. So schmeckt der Mais doch gleich viel besser. Und das Einzige, was hier noch fehlt, ist eine Schokoglasur. Aber das werde ich sofort ändern. Oh, ist das schön? Jetzt ist mein Gericht einfach perfekt. Ich bin mir sicher, das wird mega lecker. Köstlich. Susi, du wolltest doch mit mir teilen, oder? Okay. Ach, wirklich? Ja, gerne. Was auch immer du fängst, gehört dir. Hey, könntest du ein bisschen besser zielen? Tut mir leid, ich kann dich kaum sehen. Und außerdem bin ich so müde. Gib mir das Popcorn. Das schaffe ich auch ohne deine Hilfe. Das gehört mir. Gib es her. Oh nein, du hast es einfach fallen lassen. Jetzt regnet das Popcorn. Hey, das ist voll unfair. Ich glaube, wir sind quitt. Das Popcorn gehört mir und der Eimer dir. Nächste Runde. Mal sehen, was uns erwartet. Oh, ich habe eine Coca-Cola. Nicht schlecht. Das kannst du laut sagen. Und was habe ich? Brokkoli. Bloß nicht das. Ich will auch nur Cola. Verliererin. Komm drüber hinweg. Hör auf, mich zu verspotten, Mia. Ach, komm schon. Das mache ich doch gar nicht. Ich werde nur gleich meinen Erfolg genießen und diese Cola hier trinken. Oh ja, die schmeckt so erfrischend. Jetzt wird es aber Zeit, etwas Neues zu erleben und Schokolade hinzuzufügen. Zweifellos wird das Getränk noch besser machen. Wow. Die Flasche ist wieder voll. Aber warum kommt da nichts? Okay. Das Getränk muss wohl zu dick geworden sein. Ich muss es einfach ausquetschen. Hey, was ist denn hier los? Oh, ich hab's voll vermasselt. Haha, wie siehst du denn jetzt aus? Oh, aber weißt du was? Das schmeckt mega lecker. Davon will ich doch gleich mehr trinken. Wow, kannst du mir auch vielleicht was geben? Nein, sicher nicht. Du sollst deinen Brokkoli essen.
Ja, danke, dass du mich dran erinnerst. Das werde ich dir nie vergessen. Oh, dieser Brokkoli stinkt total. Ich muss es so schnell wie möglich hinter mich bringen. In dieser Situation kann mir nicht mal die Schokolade weiterhelfen. Einfach ekelhaft. Das würde ich niemandem raten. Du musst das aber aufessen. So sind die Regeln. Ja, wenn du drauf bestehst, okay. Aber das verspricht echt nichts Gutes. Ich will mir das wirklich nicht in den Mund legen. Ich muss mich einfach beeilen. Je schneller ich esse, desto schneller habe ich es hinter mich gebracht. Aber es ist trotzdem noch eklig und noch so viel übrig. Also, um ehrlich zu sein, will ich dir gar nicht dabei zuschauen. Du hast mich aber dazu gezwungen. Ja, aber das sind nun mal die Regeln. Komm schon. Das war das letzte Stück. Oh nein, was ist mit meinem Bauch los? Hey. Boah, du hast ja voll die Blähungen. Ich glaube, ich muss pupsen. Bitte hör auf, Susie. Was hast du denn gemacht? Sorry. Hey, grüß mich. Oh, roter Pfeffer. Was für ein Mist. Ich will es absolut nicht essen. Ich schwitze schon davon. Und jetzt du. Oh, ich habe eine Süßigkeit. Kinderüberraschung. So toll. Sehr lecker. Ja, so köstlich. Und für mich? Nee, ist dein Pfeffer. Oh, ich muss diesen Pfeffer essen. Es ist sogar mit Schokolade ekelhaft. Obwohl, wenn man nicht beißt, ist das nicht schlecht. Hey, nein, beiß! Dann esse ich schnell. Aber ich bin gespannt, was mit mir gleich passiert. Oh, ich bin wie ein heißer Kessel. Ich brenne total. Ich werde dich durch meine spezielle Superbrille anschauen. Oh, ich bin wie ein Drache, der Feuer spuckt. Ich brenne ganz. Ich bin röter als rot. Ich muss etwas trinken. Oh ja, so ist viel besser. Fertig? Wunderbar. Aber ich bin total schmutzig. Kein Problem, ich werde mich abwischen. Also? Oh nein, mein Kinderei, es ist total geschmolzen. Was hast du mit meiner Kinderüberraschung gemacht? Aha, ein Spielzeug. Ich frage mich, was ist da drin? Schau. Und hier ist ein kleines Kinderei. Das gefällt mir sehr. So süß, so klein und niedlich. Ich denke, es schmeckt sehr gut. Ich mag diesen kleinen Überraschungsei. Ich werde ihn noch in Schokolade eintauchen. Gibt es mir vielleicht? Nein, 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 das ist meine Kinderüberraschung. Ja, sie ist sehr lecker. Und du hast keine bekommen. Hey, machen wir sie gemeinsam auf? Oh, interessant, wir haben Puppets. Ich werde als Erste probieren. Ich habe ein sehr cooles Puppet. Aber woraus besteht's? Ich verstehe es nicht. Irgendwie komisch. Das muss man ausprobieren. Aber das lässt sich irgendwie nicht durchdrücken. Wieso denn? Ich drücke es doch so stark. Oh, interessant. Ein Loch. So ein leckerer Geruch. Aber es schmeckt sehr gut. Das ist ein ungewöhnliches Puppet. Ein essbares. Meins wahrscheinlich auch. Aber ich kann es überhaupt nicht abbeißen. Vielleicht von dieser Seite? Ah, das ist das normale Puppet. Und es schmeckt überhaupt nichts. Und ich werde mein Puppet in diese Schokolade eintauchen. Das ist einfach wunderbar. Schokoladig, marmeladige Süße. Auch noch so schön. Das ist super. Lecker. Vielleicht ein kleines Stück für mich. Bitte. Natürlich nicht. Was soll ich damit machen? Wenn nur ein bisschen spielen? Oh, übrigens, ich habe eine Idee. Ich werde Schokolade in diese Form gießen und sie in den Kühlschrank stellen. Super. Ich stehe und warte ein bisschen. Und dann habe ich ein schickes Schokopuppet. Schokolade ist eingefroren. Ja, so lecker, klasse. Das ist sehr cool. Und ich tauche es noch in flüssige Schokolade. Und was klappt daraus? Es gibt dann eine unglaubliche Köstlichkeit. Ja, das ist sehr cool. Was ist da? Hm? Gib
Ist das vielleicht Mehl? Natürlich nein. Ich bin traurig. Ha, ich klau dein Puppet. Und ich mach noch was damit. Ist so klasse. Ich kann mich draufsetzen und das Spiel genießen. Es ist perfekt und so beruhigend. Hey, gib mir mein Puppet. Es... Nein, nein, ich werde damit spielen. Oh, er ist gebrochen. Was soll ich damit tun? Was nun? Es ist kaputt. Es tut mir sehr leid. Hey, ich kann mit diesem Teil spielen. Oh, cool. Wir können Spaß haben. Ja, ich spiele dann auch. Es macht so viel Spaß. Ich öffne es. Oh nein, ich habe Mais. Sogar mit Schokolade ist es nicht gut. Und was hast du? Ich habe Eis. Perfekt. Da du Mais hast, kann ich dir ein Eis geben. Willst du? Willst du das? Ja, natürlich. Ich will's. Ha, das war Spaß. Natürlich gebe ich dir kein Eis. Aber ich tauche es in diese Schokolade ein. Ich habe dann Eis und Schokolade. Ist unglaublich lecker. Sehr cool. Einfach sehr köstlich. Ich nehme zwei auf einmal und tauche sie in Schokolade ein. Großartig. Was ist besser als ein Eis? Nur zweimal Eis in Schokolade. Sie sind so lecker. Ich liebe es. Und ich will sowas auch. Diese super leckeren Eiscremes habe ich gegessen. Also ist noch eine geblieben, aber... Bitte gib's mir. Was ist mit dir passiert? Oh. Aha, jetzt kann ich dein letztes Eis nehmen. Und du kannst so lange gemein sein, wie du willst. Und ich gieße dieses Eis mit Schokolade und esse es mit Vergnügen. Es ist so lecker. Einfach großartig. Einfach köstlich. Unglaublicher Geschmack. Aber was soll ich mit dir machen? Okay, ich muss dich auftauen. Jetzt ist es an der Zeit, das zu tun. Ich bin schon satt. Oh, was ist mit mir passiert? Huh. Nein, wo ist mein Eis? Wo ist es hin? Du hast es wahrscheinlich gegessen, aber ist es dein Mais? Natürlich werde ich meinen Mais essen. Jetzt sieht es nicht mehr so ekelhaft aus nach diesem schönen Eis. Obwohl, nein, es ist immer noch ekelhaft. Und ich habe eine Idee. Ich werde den Mais hin und her schütteln. Was kommt dann? Das brauche ich nicht. Aber diese Körner sind genau richtig. Ich werde sie aufwärmen und es wird so lecker, wie es niemand davor gesehen hat. Sicher wird es Popcorn sein, aber kein einfaches. Cool, es liegt direkt aus der Pfanne in meinen Mund. Was für ein Leckerbissen. Jetzt wird es ein wunderbares Gericht sein. Nicht nur Popcorn, sondern natürlich mit Schokolade aus dem Brunnen. Ich gieße vorsichtig aus der Pfanne, um die Verpackung nicht zu beschädigen. Und jetzt esse ich dieses schöne Schokoladenpopcorn. Großartig. Sehr lecker. Was ist los? Gib mir bitte ein bisschen. Hey, ein bisschen. Ich werde es fangen. Ich fange es. Ich fange es natürlich. Bitte. Hey. Fang es. Wenn du es fängst, das gehört dir. Noch mehr. Noch mehr. Daneben. Das ist unfair. Nicht ziehen. Nein. Ah. Ah. Das Popcorn ist jetzt umgekippt. Und ich habe nichts bekommen. Nur ein bisschen. Jetzt öffne ich als Erste. Wow. Coca-Cola. Das ist schick. Was hast du denn? Sehr interessant. Das ist Brokkoli. So eklig. Überhaupt nicht lecker. Coca-Cola, meine Süße. Lass mich bitte auch trinken. Auf keinen Fall. Ich trinke selbst die ganze Flasche. Aber ich habe noch Schokolade. Ich vermische Cola mit Schokolade und ich werde Schokoladen-Cola haben. Aber irgendwie kommt es nicht aus dieser Flasche heraus. Aha. Oh nein, vorbei am Mund. Was ist los? Ich bin jetzt total schmutzig, obwohl es sehr lecker sein muss. Ja, es ist unglaublich lecker. Wenn ich noch vorsichtiger wäre, wäre es besser. Aber es ist immer noch cool. Bitte ein Stückchen für mich? Nein, nein, nein. Komm schon, iss dein Brokkoli. Sogar der Geruch ist ekelhaft. Vielleicht ist es besser mit Schokolade. Das ist natürlich ekelhaft. Es ist immer noch ekelhaft. Unmöglich zu essen.
Nein, unmöglich. Also kein Stück mehr. Nein. Alles klar, danke. Ich bin satt. Das kannst du nicht so lassen. Und soll ich es akzeptieren und all diesen Brokkoli-Kohl mit Schokolade essen? Das ist schrecklich. Ich kann es nicht einmal kauen. Ich möchte mich nicht in Kohl verwandeln. Oh, mir wird schlecht. Ups, du bist witzig. Und nein, ich falle gleich von diesem Geruch in Ohnmacht. Ja, das kommt vor vom Brokkoli. Ich glaube, gleich kriegen wir so richtig was zu essen. Oh, eine ganze Dosis Skittles. Oh. Können wir schon anfangen? Schauen wir uns erstmal die Karten an. Oh Mann, ich muss die langsamste sein. Und ich bin die schnellste. Ich habe mittlere Geschwindigkeit. Ist okay. Okay. Lasst uns keine Zeit verlieren. Ich fange gleich an. Das ist sogar für mich zu schnell. Ich hab's. So schaffe ich die Skittles in Sekundenschnelle. Aber zuerst muss ich sie nach Farben sortieren. Großartig, das sieht voll toll aus. Schaut, das ist meine Idee. Ich liebe es. Der Strohhalm macht die Sachen viel schneller. Wow, meine Zunge ist ganz gelb. Wie cool. Ist egal, ich habe noch andere Farben. Zeig mal. Oh, voll cool. Deine Zunge ist grün. Ich glaube, am Ende ist sie dann lila. Haha, deine Zunge ist bunt. Wenn du fertig bist, dann mach ich weiter. Oh Mann, ich hätte die Dinger nicht hochwerfen sollen. Komm, ich kann dir helfen. Mach deinen Mund auf. Ich treffe mit den Skittles. Jennifer, du triffst ja gar nicht. Alle Süßigkeiten gehen daneben. Ach komm schon, dafür macht's Spaß. Ich würde mich auch gerne amüsieren, aber ich muss noch essen. What? Die Bonbons sind alle. No. Tut mir leid. Oh Mann, ich habe nichts davon probiert. Ich habe noch alles vor mir. Das ist erst mein erstes Bonbon. Mia, bitte, ich flehe dich an. Mach schneller. Sonst werden wir noch alt hier. Ich weiß, ich muss dir helfen. Alles klar. Ich werde dir auch helfen. Schließlich sind wir ein echtes Team. Ich habe euch gar nicht gebeten, mir zu helfen. Das sind meine Bonbons. Hey, beeil dich. Mia will unsere Strohhalme durchschneiden. Das war's. Ich kann nicht zulassen, dass ihr mir meine Skittles stehlt. Oh nein, es ist zu spät. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine neue Runde. Und was erwartet uns diesmal? Nutella, was für eine tolle Überraschung. Schnell, nehmt euch eure Karten. Oh Mann, ich hab's nicht besonders eilig. Mal sehen, was ich habe. Cool, ich darf schnellste sein. Und ich habe mittleres Tempo. Okay. Loser. Heute bin ich der Glückspilz. Arme Kate, die wird eine harte Zeit haben. Das wird sie schon schaffen. Übrigens, ich habe bereits angefangen. Aber diese Packung hier... ich muss sie einfach durchstechen. Hurra, ich liebe es, scharfe Nägel zu haben. Ich liebe den Geschmack von Nutella. Wenn ich dich so ansehe, Mia, kriege ich auch Appetit. Na, da kann man ja nicht gleichgültig bleiben. Ich muss mein Tempo erhöhen. Das sieht nicht gerade toll aus. Ist mir egal. Hauptsache, es gefällt mir. Ich habe noch nie so viel Nutella auf einmal gegessen. Ein wahres Paradies. Gross. Jennifer, deine Hände sind voller Nutella. Ist mir egal. Du bist ja richtig schmutzig. Ich kann das gar nicht ansehen. Dann schau doch nicht hin. Hör auf, mich abzulenken, Jennifer. Siehst du? Ich bin beschäftigt. Ich muss mein Glas öffnen. Das ist gar nicht so einfach. Oh, wow, ich habe noch so viel Nutella an meinen Händen. Jetzt muss ich noch alles ablecken. Das Glas ist bereits leer. Wie schade. Aber auf meinen Händen ist noch was übrig. Ich hoffe, das ist bald vorbei. Okay, jetzt bist du dran. Na, endlich. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich kann es kaum
abwarten, meine Schokolade zu probieren? Wenn du willst, kannst du auch mit mir teilen. Auf keinen Fall. Du hast deine Portion bereits gegessen. Jetzt bin ich dran. Oh, toll. Die fließt mir direkt in den Mund. Ich brauche noch nicht einmal einen Löffel. Willst du vielleicht doch noch mit mir teilen? Willst du? Okay, dann muss ich wohl meinen Ersatzplan benutzen. Haha, sie hat es nicht gemerkt. What? Wieso kommt da nichts? Seltsam. Okay. Boah, bist du naiv. Du hast gar nichts verstanden. Das ist meine Chance. Awesome. Oh Mann, hier kommt schon wieder nichts. Ich muss mich konzentrieren. Ja. Alles klar. Mia nimmt mir alles weg. Na gut, ich muss es einfach noch einmal probieren. Ich auch. Aua, das tut weh. Ich hab dich längst durchschaut, Mia. Du hast das bekommen, was du verdient hast. Ich bin fertig mit meiner Nutella. Also bin ich jetzt übrig. Ich muss mich ja nicht beeilen. Ich hab Zeit. Meine Geduld platzt gleich. Danke, dass du mir geholfen hast. Sei nicht nervös, entspann dich. Ich schaff das alleine. Ich befürchte nicht, lass dir helfen. Das war's, komm schon, iss endlich. Das ist so nett von dir. Du bist eine echte Freundin. Dank dir kann ich endlich was probieren. Soll ich für dich den Job übernehmen? Auf keinen Fall, das schaffe ich alleine. Jennifer, wach auf. Ich kann nicht mehr länger hier sitzen. Ich hab's fast geschafft. Na, wie läuft's, Kate? Endlich hast du deine Nutella probiert. Das war köstlich. Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Und wo ist unser Essen? Oh, wow, es gibt Eiscreme. Yummy! Richtig große Eimer, cool. Ich kann es kaum erwarten, unsere Karten zu ziehen. Oh Mann, ich bin die Langsamste. Und ich kann Gas geben. Ich krieg Durchschnittsgeschwindigkeit. Dann lasst uns mal anfangen. Jennifer, könntest du dich ein bisschen beeilen, bitte? Ich brauche den Löffel auch. Ja, gib mir etwas Zeit. Was machst du da, Mia? Tut mir leid, ich habe keine Zeit zu warten. Ich will das Eis essen, bevor es schmilzt. Ich krieg's nicht raus. Ach, großartig. Ich hab's endlich geschafft. Das sieht aus wie ein riesiges Eis am Stiel. Was ist mit dir los, Mia? Nichts mehr, geht's gut. Mir ist bloß ein bisschen kalt. Oh Mann, du bist hier eingefroren. Tatsächlich? Sie hätte nicht so viel Eis auf einmal essen müssen. Was hast du vor, Jennifer? Willst du wirklich den Gasbrenner benutzen? Das ist doch gefährlich. Ich würde lieber den Föhn benutzen. Come on! Ich kann mich wieder bewegen. Vielen Dank, Kate. Herzlichen Dank. Also braucht ihr meinen Gasbrenner nicht mehr? Nein, den brauchen wir nicht mehr. Pack ihn weg. Na, endlich ist alles vorbei. Kann ich jetzt auch mein Eis probieren? Ich habe bereits einen tollen Plan. Ich mache mir eine riesige Eistüte. Das wird sicher schön. Wow! Großartig. Ich habe selbst nicht erwartet, dass das so gut sein würde. Wow! Unglaublich. Das ist ja ein Rieseneis. Lass mich auch was probieren. Nein, das Ding gehört mir. Aua, das hat wehgetan. Geschieht dir zurecht. Oh, das würde ich gerne probieren. Tut mir leid, Mia, aber diese Eistüte gehört mir alleine. Ist das köstlich? Ich liebe es. Und vor allem schmeckt das von jeder Seite gut. Oh, das bezweifle ich nicht. What? Oh nein, bloß nicht das. Das Ding fällt. Wie traurig. Mach dir nichts draus, Kate. Okay, jetzt bin ich dran. Oh nein, mein Eis ist geschmolzen. Wie denn das? Aber ich könnte es jetzt trinken. Pass bloß auf, Jennifer.
Keine Sorge. Ich werde versuchen, niemanden zu bespritzen. Sie ist ja ganz nass geworden. Aber dafür war das köstlich.